Willkommen zurück zu Miitopia! Weit gereist, da gehen wir hin. Denn wir haben in der letzten Folge eine Quest geschafft von... 6 vielleicht? Ja. Und du hast das Juwel gefunden. So ein komisches Ding, willst du es wirklich haben? Du bist schon komisch. Du nicht? Okay. Nein, ich bin komisch. Okay, Level 17, Level 20... Level 20, Level 21, den machen wir so später. Habe ich ganz rechts noch einer? Ja. Auch Level 21, alles klar. Dann machen wir als nächstes den Bürgermeister Professor Eich. Entschuldigung, hast du kurz Zeit? Es ist nämlich so. Das Königreich anfangs ist erneut in Aufruhr. Mäuseartige Monster plagen das ganze Land. Und naja, ich dachte, der König würde vielleicht eine Armee losschicken. Aber stattdessen sah er nur mich an und sagte, du da, tu was dagegen. Jetzt habe ich ganz alleine etwas gegen Monstermeise ausrichten könnte. Ich habe doch gar keine Pokémon, ich habe alle meine letzten 3 Pokémon verschenkt an kleine Kinder. Also kam ich hierher. Ich weiß, ich verlage viel, doch bitte rette anfangs, ich flehe dich an. Oh, und ich krieg dafür 3 Käsekorinnen. Uiuiui. Okay. Oh, vielen, vielen Dank. Ich weiß, ich bin keine große Hilfe, aber zumindest einen Rat kann ich dir geben. Das Nest der Mäusemonster muss in einem versteckten Turm liegen. Bitte hilf mir und rette mich. Ich meine, rette das Königreich. Okay. Und ja, ich weiß, ich hätte vielleicht das normale Mii von Professor Eich nehmen können, statt hier dieses nachgemachte in Miitopia. Aber ich wollte halt das neue Feature zeigen. Deshalb seht ihr hier im Let's Play so ein bisschen komisch aus, wenn er redet und alles. Also ja. Dann wisst ihr Bescheid. Hä? Papyrus, du hast da die ganze Zeit diesen Turm bewacht und hast nichts gesagt? Ist das dein Ernst? Hehe, geh zum Schloss. Aber du darfst natürlich durch. Ich wollte mit dir über das, über den Turm reden. Also, glaubt ihr, ihr seht ihn nicht? Direkt über dir. Egal, komm, gehen wir hier rein. Oh Gott, das wird bestimmt wieder die ganze Folge sein, oder? Ich glaube, dieser Ort wird wieder die ganze Folge, oder? Hier kommen wir wahrscheinlich nicht durch, weil wir links und rechts übersammeln müssen. Habe ich recht? Ja, habe ich. Hier geht's nicht weiter. Da fehlt was. Super. Boah. Hey, dieses Spiel wird so repetitive. Das ist wirklich ein großer Kritikpunkt, den ich habe. Das Spiel wird wirklich ziemlich repetitive. Immerhin haben wir diesen Ort wieder. Das ist ja das Finalgebiet von anfangs. Aha, Final von Anfangs. Ja. Dun, 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 eine Maus! Dun, dun, dun. Ich habe diese Musik schon so lange nicht mehr gehört, ich liebe sie. Kann eine Maus so stark sein? Mensch, was für riesige Mäuse. Trotzdem glaube ich, dass Pikachu immer noch ein bisschen stärker ist. Manni, du nimmst einfach. Warum nicht? Wenn es denn sein muss, dann muss es denn sein. Lo-o-ol. Mega-Blitz. Blam, 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 bam. Ja, okay, ich mache nicht so viel Damage. Ich würde die gerne beide auf einmal killen, aber es geht nicht. Oh, weia. Hä? Neue Technik. Piekser der Strafe. Wieso hast du es noch nie vorher eingesetzt, Girlfriend? Hä? Wieso kam das jetzt zum ersten Mal? Muss ich das verstehen? Ich meine, ja, ist eine coole Attacke. Gut, dass du das hast. Gut, dass du es endlich mal benutzt. Er kam ein bisschen spät. Kann wirklich ziemlich spät, du. Wie viel? Ach so, okay. Zahl war nur groß. War gar nicht mal so viel. Du, ist das Ende? Ja, ich bin mir nicht sicher. Doch, okay. Hä? Okay, warum hat das gerade so lange geladen? Musst du kurz das Spiel hinterherkommen? Was verbirgt das Spiel hinter mir? Hinter meinem Rücken. Mhm, mhm.
Mhm, super. Helfen. Wie helfende Elfen. Ja, ich habe sowieso kein Geld für euch. Ich kann nichts machen. Wir gehen einfach weiter. Wo führt uns das hin? Führt uns das zur Truhe? Ja. Okay. Na gut, mach ich erstmal das Level noch mal schnell. Fertig. Kiste! Ein bisschen Essen. Wow! Toll. So. Wir wollen noch kurz reden. Dann mach doch schnell. Und dann schauen wir mal, was sich in der Truhe befindet. Wahrscheinlich einfach nur wieder Ausrüstungsgegenstände. Vielleicht ist da ja auch der Schlüssel zum Tor drin. Zu dem Tor. Zu dem. Ja, was ist denn das? So eine Steinmauer halt, ne? Wer weiß. Gucken wir mal hier rein. Sonst, wenn es hier nicht drin ist, dann muss es ja auf der rechten Seite sein, weil sonst können wir ja nicht weiterkommen. Hier ist eine Banane drin. Aha. Was ist hier drin? Oh, Metzelpixer. Boah. Wow. Heftig sieht das aus. Nimm es halt einfach. Warum nicht? Sieht heftig aus. Okay, es war ein Ausrüstungsgegenstand. Es war nicht der Schlüssel zu diesem Steintor. Ein Notfall! Young Mike ist krank. Miku ist krank. Meine ich doch, Miku ist krank. Ja. Genau. Dann, schätze ich, gehen wir mal nach rechts. Oder kommen wir hier durch nach oben? Nö. Geht nicht nach oben. Okay. Nur zum Tor geht's anscheinend nicht nach oben. Hat dieses Level. Ein weiteres Level, was da drüber geht, oder ist hier direkt das Schlüsselsteinchen? Ach ja, übrigens, diese Mäuse, die geben immer, wenn man die killt, Erfahrungsbonus, den man dann verteilen kann. Immer. Also zumindest haben sie es bisher immer gegeben. Mal gucken, ob sie es jetzt nochmal machen. Ich meine, die machen das immer. Ja. Da sieht man es auch. Ich verteile es einfach irgendwie irgendwen. Das wäre ziemlich egal, wer es bekommt. Gott, hier kommen aber ziemlich viele Monster. Dann muss es ja sein, oder? Aber ich, das bringt mich jetzt aber ein bisschen zum Denken, wenn dieser Turm näher dran ist an dem Schloss, an dem Königreich statt an dem Dorf. Warum randalieren die Mäuse dann im Dorf und nicht im Königreich? Außerdem, ich wette, wenn ich jetzt ins Dorf gegangen wäre, dann wäre nichts passiert. Ich glaube, dann wäre da nicht irgendwie überall so Mäuse, mit denen man kämpfen könnte oder so. Ich glaube, den Gangs alle gut. Ganz sicher, ganz bestimmt. Boah, wie lange geht das hier noch weiter? Boah, hier kommt aber echt eine gerade Linie mit 20 Gegnern. Und immer ist es eine Maus. Das meine ich. Das ist wirklich ziemlich langweilig. Immer wieder der gleiche Gegner. Es ist keine Herausforderung. Ja, gut, Girlfriend ist jetzt ein bisschen low, aber sie heilt sich auch wieder. Wir haben ja, Andi, wir haben gar keinen Healer. Oh, das ist ein großes Problem. Klar habe ich noch die Salzstreuer, aber ein Healer wäre trotzdem gut im Team. Glaube ich. Na, ich glaube, hier ist das Ende. Oh, das war gezwungen aufgemacht. Ihr habt gesehen, da war keine Textbox. Türschlüssel. Also, ist das eine Tür? Eine Tür aus Stein. Okay. Boah, wir haben 90 Bananen gegessen. Heftig. Krass. Und ihm geht's wieder besser. Jabo, jabo. Und sehr enge Freunde. So eng, dass sie miteinander kuscheln. So eng, dass die Hose platzt. Was? So, aber wenn jetzt schon hinter dem Tor das Ende ist, dann können wir vielleicht zwei Quests in einer Folge schaffen. Das ist mein Ziel, komm.
Wir wollen schnell mit der Hauptstory durchkommen. Wir müssen Platz schaffen für neue Let's Plays. Ja, nee, Metopia ist ja nicht schlimm oder so. Yay, juhu. Es geht nur ein bisschen zu lang an. Da oben wird es sein. Oder man kann hier weiter nach oben. Aber ich glaube, hier ist das Finale von dieser Quest. Bin mir da sehr sicher. Das Level ist auch super kurz. Vielleicht ist es ein Bosskampf. Ja. Hier ist ein Bosskampf. Ein Dedenne. Auf geht's. Ein Shiny. Nee, ein Togedemaru ist das. Es ist Togedemaru. Aber es ist gut, dass wir jetzt fast immer 100 Damage machen. Wir sind wirklich stark geworden jetzt. Nein! Good friend! Hey, die Gegner werden auch stärker. Nein, good friend. Die Arme. Kann man das nicht vorspulen? Leider nicht. Kriegt einfach A Geduld halten und dann macht er ganz schnell. Aua! Warum ich? Ah, das ging aber gar nicht, Young Mike. Ach, was ein Idiot. Kriegst du auch so hin. Bam, siehst du? Mache deine billigen Tricks nicht. Level 19 für Girlfriend. Was ist mit all den Monstern passiert? Die haben wir platt gemacht. Was, echt? Was für eine Erleichterung. Wie kann ich mich nur bedanken? Oh, ich weiß. Nimm das hier. Vielen Dank nochmal. Der König wird sich sicherlich auch freuen. Moment. Sie geben mir nur Essen? Das habe ich alles nur für Essen gemacht? Okay, deshalb war es wahrscheinlich, ich sag mal, kurz. Auch wenn es halt dieses eine Level gab. Ansonsten war es, glaube ich, ziemlich kurz. Oh, er möchte sich wieder mit mir vertragen. Ja, dann komm. Komm mal in mein Zimmer. Young Mike, komm mal in mein Zimmer rein. Mike. Es tut mir leid, dass ich dich ausgenutzt habe, um ein bisschen Damage zu machen. Ich möchte mich wieder vertragen. Ah, ich will dich auch vertragen. Super. So, kennt ihr beide euch schon? Nein? Ihr könnt ein bisschen miteinander leveln. Was mit mir und Young Mike? Hm, wir sind eigentlich schon ganz weit oben. Ja gut, ich meine, ein Level würde ja noch gehen. Ein Level mit ihm könnte ich ja noch machen. Ja, und was machen wir jetzt? Jetzt reden wir mit der nächsten Person, glaube ich, in dem Quest. Weitgereist Portal. Questportal wollte ich sagen. Weit gereist. So, 4 gibt es ja noch. Es gibt da hier 21, 20. Der könnte der nächste sein. Was bist du? Oh, oder das hier? Hi. Endlich sind diese Mäusemann sofort. Der König ist darüber natürlich hoch erfreut. Die Viecher hatten nämlich die besten Lammkeulen aus seinem Schloss geklaut. Okay. Und Level 21. Ja, dann machen wir doch mit Soldo weiter und dann Pikachu wahrscheinlich in der nächsten Folge und dann die anderen beiden gibt es ja auch noch. Machen wir erstmal Soldo. Na, alles was wir zu essen kriegen ist Salat. Jeden Tag immer nur Salat. Ich habe die Nase voll. Es wird Zeit, dass es auch mal was Süßes gibt. Oh, hey, du da. Hör zu, es ist wichtig. Es gibt da eine super süße Süßigkeit. Sie ist versteckt an einem geheimen Ort im Flammberg. Ich gehe dorthin und du kommst mit. Teufelstörtchen, Doppelstern. Okay. Genau das wollte ich hören. Also machen wir uns auf den Weg. Wo war der Flammberg? Oh, sie folgt mir jetzt wirklich. Hui. Da, oh, das letzte Gebiet, ja. Okay. Wo denn hier? Und wie groß und wie lange dauert das? Auf einmal ist da oben so ein Schlitz aufgegangen. Okay. Überhaupt nicht. Sass. Nee. Nein, gar nicht. Wir kämpfen ein bisschen gegen die Ploings. Sie haben da auch Hunger, ne?
müssen sich ja auch mal ernähren. Und was anderes essen, was nicht Bananen sind. Ja. Schnauben sollte eigentlich schon reichen für die Viecher. Ja. Es ging wahrscheinlich Doppelsterne von ganz viel Essen, oder? Ähnlich. Nicht wirklich. Dann gehen wir mal hier rein. Immer wieder das gleiche Layout. Naja, was soll man machen? Let's go. Mal gucken, wie lange das hier angehen wird, weil wir von Soldo irgendwas bekommen werden. Oh, Flugpanzer. Lol, der Boss als Gegner. Denke ich mal, dass das hier nicht irgendwie weiterführt. Uns das gibt, was wir haben wollen. Aber ich werde trotzdem machen. Wir haben von 6 Quests, müssen 4 davon ja uns was Richtiges geben, ne? Vielleicht sind das ja einfach die einzigen beiden Quests, die uns nichts geben. Es könnte sein. Ja, es könnte sein. Wir werden trotzdem mal aushelfen. Für die 100% natürlich. Damit wir auch alle Bonusorte auf jedem, in jedem Gebiet sehen. Oh, natürlich darf ich das Level 2 mal machen. Das erwarte ich jetzt auch eigentlich auch. Weil es ist Utopia. Was für Nasen die haben. Der eine sieht aus wie so ein Doppelpunkt 3 und der andere ist so richtig Hilfe. Was mache ich hier? Komm, zu komplex, zu komplex. Und dann unten so eine umgedrehte 3. Super. Bam. Da ist er weg. Jetzt kann er in Ruhe und Frieden. Deine Rauch übrigens. So, jetzt müssen wir auf Level 20 mal leveln. Damit wir auch bei den anderen ankommen können. Oh Gott, ist das wieder so ein riesiges Level. Och, bitte nicht, Spiel. Bitte nicht. Schon wieder nach rechts, so Doppelpunkt 3. Super. Ja, ich weiß, das ist eigentlich schon diese Wario-Nase, aber es sieht trotzdem aus wie ein Doppelpunkt 3-Gesicht, okay? Das ist aus so ein Katzenface. Oh, Mike ist echt aufgeregt. Hab mich Girlfriend, bisschen, ein bisschen aufgeregt hat. Im positiven Sinne. Und yay, Miko ist nicht mehr krank. Jetzt kann sie wieder Popstar sein. Juhu. Ba-ba-bam. Yeah. Wieder erstärken. Nee, wieder erstarken. Fallen du und ein Freund im Kampf, steht dir beide wieder auf. Okay, das hört sich ziemlich OP an. Gut, dann bin ich mit Bunny und mit Young Mike, glaube ich, so weit oben, ne? Ich wechsle mal aus mit irgendwen anders. Level ich jetzt noch. Ach, ich habe hier so viele. Ich war ja vorher mit Girlfriend, ne? Wär's, wenn ich es nochmal ändere, dass ich halt noch mit Girlfriend schnell auf Level 20 komme. Also mir ist es halt wichtig, dass mit meinem Main Character auf Level 20 mit allen kommen und dann können wir mal gucken, was wir danach machen. Ja, keine Ahnung. Wir werden mal sehen. Am Ende werden nicht alle, ich kann euch jetzt schon sagen, am Ende des Displays werden nicht alle Level 99 miteinander sein, ja? Das kann ich euch jetzt schon sagen, das wird so nicht passieren. Also erwartet es nicht. Ich weiß, man kann ganz später irgendwie Level 99 noch irgendwas freischalten. Aber nein. Also vom Freischalten ja meine ich jetzt neue Fähigkeiten, neue Attacken und sowas, ne? Hä? Okay, oben ist nur Bonus und dann geht's hier rechts weiter. Nein! Oh Gott! Ja, dann machen wir das Level halt vorher. Ich weiß nicht, was ich mir gerade dachte. Ich dachte, komm, ich guck mal, drück mal A und gucke, wie lange das Level geht. Ach, ich habe gerade nicht aufgepasst. Komm, dann machen wir das Level halt schnell. Brillengeist, okay. Ja, dann machen wir das Level schnell und dann mache ich das andere kurz offscreen danach. Halt, ist ja okay, machen wir es halt danach. Oh, habt ihr diese Herzen gesehen? Young Mike schwärmt für mich. Bro, du bist ein bisschen zu jung, außerdem bin ich nicht selbst verliebt, okay? Wenn Bunny so auf mich schauen würde, dann, ja, Bunny, also, du kennst ja meine Nummer schon, ne? 420698. Warte, das sollte ich vielleicht nicht im Video sagen. Na, egal. Fabulöser Fächer. Fabulous. Ich mag den Fächer, aber
Nein. Muss mehr flexen. Mit deinem Monopoly-Schein. Ach, das war schon das Level? Ja, dann ist ja gar nicht schlimm, dass ich das jetzt vorher gemacht habe. Nee, das ist nicht schlimm. Irgendwer levelt? Nein. Doch, die da oben, die beiden. Ja, wollt ihr nochmal Level 20 sein? Habe ich ein bisschen mehr Auswahl? Spaß. Oh, yeah. Juhu. Lustig. Oh, nee. Da. Neue Gegner. Pfirsich-Gelee, was sehr lustig aussieht. Und Feuerdämon, einfach dieser Boss. Aber als Gegner anscheinend. Okay. Gut, das Slime, war mir klar, dass der nichts aushält. Warum hast du Angst? Warum hat Bunny richtig Angst? Alles gut, Bunny, alles gut. Entspann dich. Bam, bam. Der hat aber wirklich viel aus. Zack, nice, danke für die Hilfe. Danke für die Unterstützung. Machen wir mega Feuer drauf. Vielleicht hilft ihr mir. Ja, du hilfst mir zumindest. Ja, ein bisschen Damage, nice. Dir geht's wieder besser. Dann komm doch mal in den Kampf. Genau. Zack. Perfekt. Kann das sein, dass irgendwann die Ruhezone ein bisschen größer wird? Dass da zum Beispiel wir beim letzten Upgrade dann zwei Leute rein können oder so? Das kann ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht, aber ich könnte ich mir vorstellen. Oh, beide kriegen Level Up. Nice. Oh, sorry, da habe ich ein bisschen durchgeklickt. Ja, 1550 Leute gerettet und das juckt eigentlich gar keiner. Oh, hey, ja, aber zumindest noch mal ein Partner-Up. Bisschen Geld. Oh no! Igitt macht jetzt das Young Mike-Syndrom nach. Er wird immer krank. Nicht gut. Oh, was aber gut ist, ist, dass ihr euch besser versteht. Oh, nein, 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 tu's nicht, tu's nicht, don't do it! Sieht gar nicht so schlecht aus, um ehrlich zu sein. Hat was. Nicht für meinen Charakter, aber für ein anderes Mir würde das bestimmt ziemlich gut aussehen. Ja. Alles klar. Girlfriend und ich müssen jetzt noch ein Level, glaube ich, noch leveln und dann kann ich ja noch mit irgendwem anderen auf Level 20 kommen. Bam, bam. Yay. Und nochmals. Yay. Blop. Oh. Warum das denn? Ich warte, dass ich noch kurz bevor ich das mache, weil ich würde gerne noch ein Level Up mit Girlfriend und mir machen. Obwohl, warte, ich kann noch einen Auszug eben machen mit uns beiden. Ich glaube, dann wäre das schon geregelt mit dem Level Up und dann kann ich ja schon mal Young Mike mit Girlfriend. Verkuppeln jetzt nicht wirklich. Girlfriend hat ja schon einen Boyfriend. Lul. Yay. Juhu. Mhm. Da. Da. Wow! Yeah! Der Blick ist voll cringe, aber yeah! Super. So. Da hat sich das auch schon geregelt. Dann kann ich ja ein bisschen mit. Na gut, dann level ich jetzt ein bisschen mit Freddy, ne? Warum nicht? Kann ich beste Freunde mit Frederik werden? Vielleicht haben sie mich nicht mehr so oft. Ein Geschenk. Präparierte Heuschrecke. Boah, das finden sie natürlich cool, ne? Oh, die sind schon Level 13. Ich dachte, die sind weniger. Oh, hey, was soll das denn? Ich habe gar kein Geschenk bekommen. Sad. Er heult. Wow, habe ich viel Geld. Sehe ich gerade. Kann ich irgendwas für 5000 Herzchen, Miku? Yo, sieht das sick aus. Das sieht richtig cool aus. Das wirst du auf jeden Fall ausrüsten. Das sieht richtig cool aus, oder nicht? Ich mag das, dass es so Flügel hat. Hm, ja. Okay. Billigere Sachen hier. War mal da. Super Kleid kann ich holen. Kannst du Superwoman spielen, aber. Ich werde sie nicht anziehen.
Obwohl? Na, obwohl? Es hat was, aber ich lasse es. Ich habe mich jetzt so sehr bei Buddy an dieses Sailor-Outfit gewöhnt. Ne? Ich kann das jetzt einfach nicht mehr wegmachen. Es geht nicht. Naja. SpongeBob drüber. Machen wir oben weiter. Aber das muss bis zur nächsten Folge warten.